heute wollte ich euch einfach mal zeigen, was man 3 Tage vor Weihnachten noch Schönes draußen erleben kann. Ihr seht das ja, super Park, man kann hier super geil spazieren gehen. Also wenn ihr mal kurz guckt, also hier, super, man kann hier echt hammermäßig spazieren gehen. Und meistens, das sieht zwar doof aus, aber wenn man sich einfach mal hinstellt und man ist doof, aber einfach sich hinstellt. Lässt, dann genau. Ist das schon klar, es lohnt sich, aber es ist schön, es ist angenehm. Also man kann auf jeden Fall auch diesen machen. Und dann ist man fürs Weihnachtsfest auf jeden Fall gewappnet, genau. Oder? Ich muss nur so lachen, weil die Leute hier vorbeifahren und die lachen sich halb kaputt. Ey, was denken die denn von mir? Nee, ist auf jeden Fall angenehm. Nee, und dann kann man hier nochmal, dass man hier hinten versucht, vielleicht kann man das sehen, dass man hier versucht, die Arme aneinander zu kriegen. Ist auf jeden Fall angenehm, ist auch echt anstrengend. Wie lange muss man das halten? 2 Minuten. Jetzt läuft da schon wieder jemand vorbei. Oh Mann, ey. Nee, hallo. Ja, hallo. Ja, ist schon weg. Oh. Ja, auf jeden Fall. Das reicht schon, dass man so ein bisschen fitter wird. Und wenn es dann Samstag losgeht, ne, gibt es ja auch wieder schön was zu essen. Ist auf jeden Fall gut, wenn man das jeden Tag macht. Und was gibt's? Natürlich eine halbe Stunde laufen. Was gibt's? Standard. Kartoffeln, Soße, lecker Braten. Ja, Hammer. Und dann kommt die dicke Bescherung. Rotkohl gibt's dabei. Ne? Und sonstige Weihnachtstipps noch so zum Ende? Weihnachtstipps, genießt das Leben, genießt jeden Tag so wie er ist und dann kann nichts schief gehen. Ciao! Sag mal wann. Hi! Jetzt kommt auch noch nicht mehr langsam. So. Hi! Heute wollte ich euch einfach mal zeigen, was man noch so 3 Tage vor Weihnachten Schönes in der Natur macht. Ihr seht das ja, echt, da kann man super geil spazieren gehen, echt total geil. Ja, also man kann als erstes... Hi! Hi! Heute wollte ich euch einfach mal zeigen, was man noch so 3 Tage vor Weihnachten... Hi! Heute wollte ich euch einfach mal zeigen, was man vor Weihnachten, 3 Tage vor Weihnachten, noch Schönes in der Natur machen kann. Ihr seht das ja, hier kann man super geil spazieren gehen. Total geil. Also ich mache da meistens erstmal... Hi! Heute wollte ich euch einfach mal zeigen, was man noch so 3 Tage vor Weihnachten in der Natur Schönes machen kann. Ihr seht das ja, super geile Landschaft. Man kann hier echt super spazieren gehen. Hi! Heute wollte ich euch einfach mal zeigen, was man noch so Schönes... Heute wollte ich euch einfach mal zeigen.